Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Die Post war da. So, zwei Pakete sind angekommen. Die werde ich jetzt erstmal auspacken. Wie man sieht, ist das hier schon so geöffnet. Weil das kam nämlich vorgestern an und das große Paket heute. Ja, und ich war natürlich schon neugierig, habe schon geöffnet. Aber extra für euch tue ich mal so, als ob ich es dementsprechend ganz frisch öffnen würde. Dafür braucht man natürlich stilvoll ein Rambo-Messer. Genau, man macht das dann hier einmal auf. Beziehungsweise so. So. So, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Eine wunderschöne Folie. Und was haben wir denn da? Eine niegelnagelneue Tastatur. Natürlich ist sie nicht niegelnagelneu, aber schaut sie euch einmal an. Also diese Tastatur ist wirklich picobello absolut in Ordnung. Ich weiß nicht, ob die Kamera es auffängt, aber hier ist nichts vergilbt, nichts verschmutzt. Und hier sieht man noch so diese so eine Art Klarsichtschutz hier so noch drauf. Gut, dann würde ich sagen, auf zum nächsten Paket. Ja, das ist um einiges größer. Ja, obwohl der Inhalt als solches ist auch nicht wesentlich größer. Aber okay, da hat der Kollege es gut gemeint und ist dann dementsprechend schon zu gut eingepackt. Ja, oder er hat halt eben keinen kleineren Karton. So, und hier wäre Teil 2 drin. Ja, ich denke mal, man kann es gut erkennen. Ein Gehäuse, ein Commodore C64 Gehäuse. Ja, und das wäre ja dann dementsprechend das Gehäuse. Auch hier, ich würde sagen, picobello, nichts vergilbt, nichts beschädigt. Hier soweit ist alles in Ordnung, auch von der Rückseite. Einziger kleiner Nachteil hier dran ist, das ist die geklipste Version und es hat hier ein Loch. Das soll jetzt eh nur für den BMC sein und zwar für den hier. Wie man vielleicht sieht, der ist total vergilbt. Die Taste N funktioniert auch nicht mehr so ganz richtig. Dann möchte ich das Innenleben aus diesem Computer mit diesem hier verknüpfen. Das wäre jetzt hier so mein Plan. Ja, das wäre das Innenleben von dem BMC. Und das soll dann dementsprechend dann in das neue Gehäuse hinein. Ob das funktioniert, das werde ich jetzt erstmal testen. Ja, ich würde sagen, alles demontieren. Oh, das geht ja ganz einfach. Einfach ein bisschen so zurückdrücken. Vermute mal, die Tastatur wird hier auch noch reingeklipst. Und ich hoffe mal, dass die Tastatur auch passt. Ja, sieht gut aus. Sieht das für alles? Oh, ist natürlich ein bisschen wackelig drin. So, vielleicht bekommt die im verschlossenen Zustand noch ein bisschen mehr Halt. Okay, das wäre so viel zum Gehäuse. Demontiere ich erstmal alles. So, und damit müsste der Raspberry Pi eigentlich rausgehen. Ja, das tut er. Ja, und dann hier diese Platine ab. Ich ziehe jetzt auch noch mal drauf, extra für ein BMC, so eine Platine. Gibt es wahrscheinlich mehrere Ausführungen, mehrere Varianten, aber ich denke mal, unterm Strich tun die sich alle nicht viel. Hier einmal öffnen. Und einmal hier. Und nochmal hier. Und damit wäre die Platine lose. Das Gehäuse ist in dem Sinne Geschichte. So, dann muss ich ganz kurz mal überlegen, wie ich das jetzt hier einbaue. Also diese Metallplatine, die brauche ich hier gar nicht. Diese Metallfront, das Metallfrontblech oder wie man das immer bezeichnen möchte. Das kann zur Seite. Ja, und dann passt das hier direkt so hinein. Drei Verschraubungen. Ja, das passt. Und die Anschlüsse wären dann hier in dem Sinne auch gegeben. So, einmal hier, einmal da. Und was so schön war, noch eine hier. Ja, jetzt überlege ich nur, wie ich die Platine anschließe. So, 1, 2, 3. Und jetzt kommt hier noch die vierte rein. Ich mache jetzt hier eine eine Mutter noch drunter, damit das halt eben hier alles ein bisschen höher kommt. Vielleicht muss ich sogar zwei Muttern drunter legen. Muss ich gleich mal nachschauen.
So, das ist jetzt richtig stramm drin. Also das ist schon fast perfekt. Ein klein wenig schief ist es geworden, aber okay, das sollte eigentlich keiner sehen. So, hier habe ich ein Original-Netzteil. Strom ist aus, kann ich also reinstecken. Da kommt das Breitbandkabel hier wieder dran. Ich meine, ein 40-poliges wäre das. Ja, hier ist noch ein alter Reset-Schalter. Vielleicht kann ich mal für irgendetwas anderes benutzen. So, dann werde ich das Ganze noch ein bisschen schön verlegen. Ich würde sagen, ich mache einfach mal Klappe zu, Affe tot. Ja gut, von hinten ist er doch ein wenig vergilbt, aber okay. Man guckt da eh nur von oben drauf und das passt auf jeden Fall. So, ich muss sagen, Tastatur ist aber stramm drin. Nichts wackelt, nichts klappert. Und so würde es dann von hier oben aussehen. Also an die Anschlüsse komme ich hier dran, auch an den Audioanschluss. Ja, nur wenn ich an die SD-Karte mal dran möchte, das klappt natürlich jetzt nicht so ohne weiteres. Dann muss man das Gehäuse aufmachen. Ja, dann würde ich sagen, schmeiße die Kiste nochmal an. Jetzt müsste es eigentlich hochfahren und er tut es auch. Ja, was will ich mehr? Das gute Ding funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Und ich würde sagen, der Spielspaß kann auf jeden Fall beginnen. Ja, ich würde sagen, Operation war erfolgreich. So, der BMC ist jetzt ja soweit eingerichtet. Ich habe an dem BMC jetzt noch einen USB-Controller angeschlossen. Und zwar so ein Gerät hier. So einen ganz einfachen Controller, einfach nur damit ich einen habe. Ja, ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Ja, das wäre jetzt das Schätzchen. Commodore C64. Das USB-Kabel kommt jetzt hier raus. Ja, geht jetzt einmal jetzt hier so hinter, weil das Kabel so lang ist. Und kommt dann hier vorne wieder dementsprechend so raus. Dieser BMC-An- und Ausschalter, das ist jetzt ohne Funktion. Ja, weil ich nämlich diesen Anschluss hier nicht habe. Man braucht ein Netzteil mit 5,1 Volt. Ja, könnt ihr den Anschluss sehen? Bisschen unscharf, ne? Ja, da ist so ein runder Stecker halt. Ich hab kein Netzteil mit 5,1 Volt. Zwar mit 5 Volt, aber nicht mit 5,1. Und deswegen gehe ich dann hier direkt in den BMC von hinten hinein. Da seht ihr die rote LED vom Raspberry Pi an. Ja, dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen mit Kabelbinder fixiert, weil der Stecker hier, der hat so einen kleinen Wackelkontakt. Und damit umgehe ich das Ganze. Und hier wäre HDMI. Ja, ist von hinten jetzt nicht schön, aber gut, das sieht man ja nicht. Und ja, und so ist das Ganze jetzt angeschlossen. Mir fehlt noch eine LED-Leuchte. Ja, das ist aber das geringe Problem. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich in der Kiste sogar noch eine LED-Leuchte. Und dann kommt die dementsprechend auch hier dran. Und dann wäre der auf jeden Fall komplett. Wie gesagt, die Tastatur ist wirklich wie neu. Also ich traue mir ja gar nicht drauf rumzutippen. Also ein richtiges schickes Teil geworden. Im Vergleich zum Brotkasten macht das Ding doch schon wieder richtig was her, würde ich sagen. Also für meinen Geschmack. So, ich dachte mir so, ich mache mal jetzt so ein paar Probespiele. Dazu switche ich jetzt rüber auf den BMC. Und wie Sie sehen Sie mich in groß. Das soll so nicht sein. Machen wir mich mal ein bisschen kleiner. Ja, was könnte ich mal starten? Ja, Commodore und F7 habe ich jetzt gedrückt. Müsst ihr euch einfach mal denken. Man kann das Ganze jetzt hier auch mit dem Joypad kann man das eigentlich auch steuern. Das ist irgendwie auch ein schönes Gimmick oder halt eben hier mit den Tasten. Die Option hat man jetzt hier. Die Sinalore, die macht ja zurzeit das Dirty Adventure. Das habe ich auch schon seit Ewigkeiten im Visier. Habe es einmal ganz kurz angespielt, aber mehr auch nicht. Und was man auch noch machen kann, einmal hier drüber, kommen wir ins Menü hinein, so wieder zurück
Und hier habe ich einen Warp-Modus. Jetzt kann man das Ganze ein bisschen beschleunigen. Wenn man den Warp-Modus nicht mehr haben will, einfach normal drauf drücken. Alf. Okay. Dirty Harry. Bitte Diskette wenden und Taste drücken. Ja, das wäre mal interessant, das Ganze jetzt zu überprüfen, wie man es am besten macht. Da muss man, glaube ich, auf Drives gehen. Enter. Drive 8. Attached ist. So, und jetzt muss ich den Pfad suchen zur Seite 2. Ermuten wir mal die. Ah, es tut sich was. Öffne, schließe, Schalter ein, aus. Drücke, ziehe, schlage. Okay. Schule. Komm, wir gehen mal in die Schule. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Magna Mensen, Zack McCracken und wie sie alle heißen, ist natürlich gegeben, aber das ist auch gut so. Öffne Schule. So, oh ja, und jetzt gehe ich hinein. Was habe ich denn? Feuerzeug, Notizbuch, Cashcard. Okay, deutlich scheint zu funktionieren. Ich teste mal sofort jetzt hier ein anderes Spiel. Ja, leichte OBS-Probleme. A mit dem Sound, B mit meiner Capture-Card. Gut, ich musste einfach nur die Capture-Card aus dem USB-Port einmal rein und wieder rausstecken. Und schon ist alles okay. Ja, ich wollte ja jetzt noch ein paar Probespiele spielen. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal hinein ins Menü und dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt so Schönes nochmal so testen können. Irgendwie so eine Art Ballerspiel, hätte ich mal Bock drauf. Nehmen wir mal einen Steel Range. So, dann kann natürlich sein, dass ich den Ton noch einmal abchecken muss. Ah, jetzt müsst ihr den Ton haben. Also das verstellt sich andauernd. Andauernd habe ich da auch irgendwie andere Namen in den Einstellungen. Warum auch immer. Auf einmal heißt hier Hardware heute anders als morgen, beziehungsweise umgekehrt. Wie dem auch sei, wir haben Ton. Ich mache es mal gleich ein bisschen leiser, so vielleicht, und dann starten wir einfach mal hinein und gucken mal, was passiert. In der Seite 2, gut, wir testen mal, ob wir das hinbekommen mit Drives, 8, Attach und jetzt, ja, wo muss ich hin? Eine gute Frage. Zum Tuxa, in, glaube sonstige, nein, in sonstige war falsch, SD-Karte, Action und in den Steel Ranger, war das Steel Ranger? Ich glaube, Steel Ranger habe ich gestartet. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wir drücken eine Taste. Ja, es tut sich was. Ja, Steel Ranger. Wie faster. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, alle sind tot, nur ich nicht. Game over bestimmt, ne? War ich zu langsam? Ne, jetzt geht es los. Jetzt geht's los. Good luck. Ja, das kann ich gebrauchen. Kann ich schießen? Hier ist ein unendlicher Schuss. Aha, Insekten als Gegner. So eine Mischung aus Turrican und Metal Warrior. Ja, ich meine, wenn ich treffen würde, wäre das eigentlich noch besser. Aber es ist auch ein bisschen begrenzt mit den Schussmöglichkeiten, Schussrichtung besser gesagt. Ich kann jetzt nicht genau dorthin zielen. Ups. Okay. So, dann würde ich sagen, nächstes Spiel, nächstes Glück. Ich schau mal in meiner Sammlung hinein, was wir da noch so Schönes finden. F1, New Game. Bin ich mit einverstanden. So. Auf los geht's los. Also ich höre hier Brummen. Soll das so sein? Ja, ich denke mal, soll so sein. Aha. Einfach draufballern.
Dann gehen wir erstmal nach rechts. Ups. Ich denke, man muss so eine Art Schlüssel sowohl suchen. Aha, was haben wir denn da? Die Superpille? Hot Energy. Ja, gut. In meinem Fall... Oh, da blinkt doch was. Was ist das? Kann man irgendwas managen? Ja, ich hab's kaputt gemacht. A door. Was stand da? A door is open? Tja, nur die Frage ist, welche?